Basti, Mensch, schönen guten Morgen. Ich grüße dich, Dennis. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Viva Card Vegas, heute aus dem wunderschönen Oppenrot in Deutschland tatsächlich. Wir haben entspannte 10 Grad morgens früh. Die Sonne scheint aber, wir sind guter Dinge. Wir sind heute mit dem Zweitakter hier. Das ist quasi eine darauf folgende Folge, was wir in Jesolo gemacht haben. Nee, stimmt gar nicht, was ist hier nicht, was wir in Lonato gemacht haben, Basti. Genau, so. Und wir machen heute einen Test hier in Oppenrot. Im schönen Hessenland. Ja, es geht darum, dass wir ein bisschen Rhythmus bekommen. Ich bin jetzt viel in Hagen gefahren. An dieser Stelle möchte ich auch schon mal vielen Dank an Marcel Schirmer sagen, wo das Kart aktuell steht, beim Motodrom Hagen. Ja, Marcel gibt mir die Möglichkeit, dort zu testen regelmäßig. Marcel hat mir das Kart neu eingestellt, Setup gemacht, Sitz eingebaut. Also wie gesagt, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Marcel. Zum Plan heute, wir werden bis ca. 13 Uhr fahren. Wir können von 9 bis 13 Uhr unsere Runden hier drehen. Schauen, dass wir mal ein bisschen ein paar Aufnahmen machen, dass ich mich an die Strecke gewöhne. Ich kenne das Layout der Strecke an sich schon. Wir sind hier früher viel mit der GTC gefahren. Für mich persönlich eine, ja, die Strecken, die ich kenne, mit der schönsten Strecken. Es geht hier ein bisschen bergauf, bergab. Und ja, deswegen habe ich gedacht, gut, das sind eine gute 200 Kilometer hierher und nutzen wir den Tag, den Samstag heute, um mal mit dem Zweitakter hierher zu kommen und ein bisschen Erfahrung zu sammeln, mal was anderes zu sehen. Ich weiß nicht, wie die Gripverhältnisse hier sind, bin ich gespannt. Ich freue mich drauf, den coolen Tag. Der Sascha ist mit dabei, unterstützt uns heute ein bisschen mit Schrauben und Anpacken. Am besten Dank auch dafür schon mal vorab. Und ja, dann legen wir los, würde ich sagen. Ein bisschen geballert heute. Ich glaube, rundenzeitenmäßig bin ich eine Sekunde besser als im ersten Turn. Also wir haben ein bisschen was am Setup gemacht, was für mich natürlich super hilfreich ist, auch für Vegas am Ende, ne? Dass wir an dem Kart ein bisschen schrauben und einfach, dass ich für mich die Änderungen fühle. Ne? Was passiert, wenn ich das mache? Habe ich mehr, weniger Grip? Wird die Rundenzeit besser oder schlechter? Und das ist halt heute wirklich Gold wert. Wir haben die Strecke fast für uns allein. Es sind jetzt gerade noch zwei andere Karts auf der Strecke. Und jetzt können wir ein bisschen basteln. Ne? Also in Anführungsstrichen basteln. Ich hatte natürlich jetzt das Setup noch, was ich für Hagen herausgefahren habe. Da sind wir einfach losgefahren. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das Kart klemmt auf der Hinterachse und ich viel zu viel Grip auf der Vorderachse habe. Es war so schwer zu lenken und das Kart hat sich richtig, richtig eingegraben. Und jetzt habe ich einfach mal ein bisschen probiert. Ich bin jetzt hinten ein bisschen breiter gegangen, habe vorne den Nachlauf ganz rausgenommen oder auf Null gestellt. Ob das richtig ist, keine Ahnung. Das haben wir auf jeden Fall wieder auf Default, auf Werkseinstellung gestellt. Und hier, da bin ich direkt eine Sekunde irgendwie schneller. Na klar, ich komme ein bisschen in die Strecke rein. Ich glaube, ich weiß nicht, Basti, ob man es von außen sieht, aber ja. Also im Vergleich zum ersten Turn hat man es auf jeden Fall gesehen. Ja. Ja, also ich fühle das Kart besser und ich muss halt auch sagen, jetzt nachdem ich so, ich weiß gar nicht, der wievielte Testtag das für mich mittlerweile ist, seit Lonato, dass ich mich viel wohler fühle. Ne? Also wir haben natürlich jetzt einen anderen Sitz haben wir eingebaut. Ich fahre jetzt mit Rippenschutz, wie ihr seht. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin in Lonato ohne Rippenschutz gefahren. Unvorstellbar jetzt, ne? Also du hast so viel mehr Gefühl, ein höheres Sicherheitsgefühl, dass du viel schneller in die Kurve fahren kannst, aus der Kurve raus, über den Curb klettern kannst. So. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das macht dich natürlich dann auch schneller. Das ist gegeben, wie gesagt, der Sitz ist gegeben, die Sitzposition ist eine andere. Ich kann jetzt richtig bremsen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich merke halt jetzt langsam, dass ich so an mein Limit komme, was ich sage, das kann ich fahren. Ne? Und ob das schnell ist, das sehen wir dann irgendwann. Ne? Der Sascha, der lacht. Wir müssen halt gucken. Also
Wichtig, glaube ich, für mich ist erstmal, dass ich mich in dem Kart selber wohlfühle, dass ich weiß, hey, das Kart hat zu viel, zu wenig Grip, es ist vorne zu breit, zu schmal, hinten zu breit, zu schmal, Luftdruck passt nicht oder passt. Das sind so die Parameter, die ich für mich einfach rausfinden möchte. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben jetzt noch gute 2 Stunden heute, die wir auf die Strecke können. Ich fahre immer so 15 Minuten, das ist halt auch was ganz anderes zum Endurance, ne? Zum Leihkart, ganz anders, weil da fahren wir ja 1 Stunde, da fahren wir 1,5 Stunden und das ist so, ja, das machen wir halt, ne? Klar, ist das mal anstrengender, mal weniger, aber hier fahre ich 15 Runden, 20 Runden, Rundenlänge ist hier so 1 Minute oder 50 Sekunden, wenn dann steige ich aus und sieht man ja hier, ne? Ist alles nass geschwitzt, ja? Das heißt, da muss ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten, um da, ja, ein bisschen mehr Fitness für das Kart zu bekommen. Das kann man nur trainieren durch Fahren. Und ja, also es macht brutal Bock heute, muss ich sagen. Die Strecke ist überragend gut. Er ist auch schnell unterwegs, der Junge, glaube ich. Ja, der ist auch gut fliegender. Gut, Basti, wir ballern mal jetzt noch ein bisschen und dann sehen, hören wir uns gleich nochmal. So, was macht denn mal Bock? Ja, Dennis, sag mal, was macht er denn da die ganze Zeit? Ja, jetzt war die Kette so locker. Man ist ja so, ne? Dann machst du Motorlose, um Kette festzumachen. Und dann ist Kette zu fest. Der Klassiker. Ja, dann machst du wieder lose, dann ist Kette wieder zu lose. Dann machst du wieder fest, dann ist Kette zu fest. Dann machst du so 87 Mal, bis das passt. Und irgendwann passt das, jetzt passt das aber. Wir haben jetzt in etwa 1,5 Stunden Tracktime heute gehabt. Wir sind jetzt durch, kurz nach 1. Wir dürfen hier noch bis 13 Uhr fahren hier, wegen dem Ruheschutz oder Naturschutzgebiet, irgendwie sowas ist hier, ist auch egal. Wie gesagt, 1,5 Stunden Tracktime. Wir haben jetzt die GoPro mal rausgeholt und angefangen, ein paar Onboards anzuschauen, ein bisschen zu analysieren, einfach auch, was ihr überhaupt gemacht habt. Weil ich denke, es ist immer so ein bisschen ein anderer, wenn man einen anderen Blickwinkel hat, ne? Wenn man das nochmal vorspulen kann, zurückspulen kann, was man selber eigentlich dort tut, ist das ganz hilfreich für mich selber, um beim nächsten Mal es gegebenenfalls anders zu machen oder zu schauen, wo noch Raum für Optimierung ist. Ne? Wir haben uns überlegt, geht das hier gerade aus, passt aber, dass wir eine der schnellsten Runden von heute mal mit absprechen, mit kommentieren. Nochmal zur Erinnerung, wir sind mit 51,4 heute Morgen gestartet und sind jetzt bei 40,9 rausgekommen, was natürlich mit Sicherheit nicht, ich weiß nicht, was hier gefahren werden muss, gerade mit den Bedingungen heute, hat das was damit zu tun, dass ich mich natürlich auf der Strecke verbessert habe, auf jeden Fall, aber auch Setup vom Kart ist deutlich besser geworden zum Ende hin. Das bedeutet, wie gesagt, eine 40,9 und ja, wir gehen einfach mal durchs Video durch. Wir starten jetzt mit dem Video kurz vor Start und Ziel und ich versuche die Runde mal mit zu kommentieren. So, das ist jetzt Start-Ziel, lange Linkskurve, jetzt geht es runter in eine Schikane, absolute Schlüsselstelle der Strecke und auch super schnell. Hier Bremspunkt zu finden ist ganz schwer. Ja, links kann man früh aufs Gas, da habe ich mich schwer getan und jetzt geht es in so ein Infield, in so ein Omega rein, links. Rechts rum muss viel gelupft werden, wieder links rum rollen gelassen werden, um jetzt ganz viel Schwung aus den Achsen mitzunehmen. Schikane bergauf auf die lange Gerade zurück, in eine Haarnadel rein. Da ist ganz wichtig, der Bremspunkt so spät wie geht, aber auch nicht zu spät, um möglichst viel Schwung mitzunehmen. Rechts rum, die Kurve hängt ein bisschen, also die
links ein bisschen am Hang und fällt dann hinten raus ab. Links Kurve rein, auch ziemlich langsam. Jetzt hier muss man gar nicht mehr weit ausholen. Ganz sauber rein, die Rechtskurve raustragen lassen. Und die Links muss man auch nicht viel ausholen, um jetzt wieder zurück auf Start und Ziel zu kommen. Viel, viel Schwung mitnehmen, eben für das gerade Stück in diese Schikane wieder rein. Und da steht es jetzt 49,93. Das schaue ich mir auf jeden Fall zu Hause nochmal in Ruhe an. Wir werden, ich denke, Basti, die Onboard mit hochladen. Das werden wir auf jeden Fall machen, ja. Und dann schaut ihr euch das mal an. Wenn ihr was findet, was ich besser machen kann, her damit. Ja, also bin ich nicht böse drum. Der weitere Plan jetzt heute, wir werden das Kart jetzt wieder sauber machen, alles vorbereiten. Ich meine, wir können einmal rausgehen. Wir gehen einmal um die Ecke. Wir machen es jetzt noch ein bisschen sauber heute. Vorbereiten, damit wir alles verladen können. Guck mal, der Sascha ist auch noch am Start, der hilft ganz fleißig mit. Und ich denke, dann kommen wir auch damit zum Ende vom Video, würde ich sagen. Also es ist dann heute mal ein bisschen kürzer, aber ich denke, ihr habt einen ganz guten Einblick bekommen, wie wir so den Testtag heute verbracht haben. Also wir waren jetzt gute 5 Stunden hier, wir haben jetzt nachmittags, ne, das geht natürlich alles ein bisschen schneller in dem Video. Aber zu guter Letzt, eine Sache habe ich noch. Ich möchte noch der Firma BH Bauhandwerk aus Breckerfeld danken. Die haben mir den Bus heute zur Verfügung gestellt, weil sonst wäre ich nämlich ganz schön aufgeschmissen gewesen. Ein bisschen Werbung muss immer sein, geht aber an die richtige Stelle. Wie gesagt, Basti, besten Dank nochmal. Immer gerne, war ein super Tag, hat super Spaß gemacht. Nee, der BH Bauhandwerk heißt auch Basti, aber an dich natürlich auch. Ja, an dich natürlich auch. Schönen Dank, hat Basti, Spaß fürs gemacht Filmen. Mit euch beiden, cool, dass du da warst, war eine spontane Nummer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Genau, bis dahin, macht's gut, ciao!